Das 1 Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute, schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Unser Thema heute Nacht heißt Gift. Was habt ihr wegen oder durch Gift schon alles erlebt? Es kann sein, dass ihr euch ja selbst aus Versehen schon vergiftet habt. Es kann sein, dass vielleicht der ein oder andere von einer Giftschlange im Urlaub oder vielleicht auch in Deutschland gebissen wurde. Vielleicht hat sich jemand von euch auch in der Arbeit oder durch seine Arbeit vergiftet, langfristig, ohne das anfänglich zu merken. Oder vielleicht hat auch jemand von euch einen Angehörigen oder einen Freund verloren, der sich das Leben genommen hat mit Gift. Thema heute Nacht, Gift. Wenn ihr gerne mit mir darüber sprechen wollt, dann meldet euch über die üblichen Wege. Einmal übers Telefon 0800 220 50 50 oder über die Mailadresse domian@wdr.de. Meine erste Anruferin heute zum Thema Gift ist die Monika. Und Monika ist 60 Jahre alt. Hallo Monika. Ja, hallo Domian. Schön, dass ich mit jemand sprechen kann. Ja, das gebe ich zurück. Guten Morgen. Ich sehe dich schon seit deiner ersten Sendung. Ist es wahr? So lange schon? Ehrlich? Das ist ja verdammt lang her schon. Du machst das toll, ganz toll. Dankeschön. Bei manchen Sachen muss ich wegschalten, ne? Aber ist ja egal. Ja. Meine Tochter ist heute 36 Jahre alt. Ich habe drei Kinder, zwei Jungs und ein Mädchen. Mhm. Und damals waren mein ältester Sohn 5, mein kleinster 2, meine Tochter noch kein Jahr alt. Mhm. Und da war ich so furchtbar im Stress und wollte mit meinem geschiedenen Mann zum Real. Also früher Divi, ne? Mhm. Da habe ich die Kleine genommen, hatte ihr ein neues Kleid angezogen und so schöne Kleidchen hatte sie und habe sie nach oben gebracht zu meiner Mutter. Mhm. Und da sagte Mutti, kannst du mal eben die Kleine halten, ganz kurz nur. Sie fühlte sich selber nicht wohl. Ja. Aber Monika, ich fühle mich nicht wohl. Ich sage, Mutti, halt sie doch mal eben. Ja, sagt sie, komm, aber mach schnell. Wir dann ab zum Divi und ich wurde schon sehr nervös. Ich wurde nervös und da sagte mein geschiedener Mann, was ist bloß mit dir los? Wir kommen zurück, da war schon passiert. Da ist sie gekrabbelt und zwischen den Beinen meine Mutter war am Spülen und hat sich Kalkpader rausgeholt, die Kappe ab und hat davon getrunken. Was hat sie genommen? Kalk? Ja, getrunken. Kalkfrei. Also die blaue Flasche damals. Ach so, Kalkfrei. Ein sehr, sehr ätzendes Zeug, ne? Ja. Und die wie alt war die Kleine da? Oh, die war noch kein Jahr. Ich kann gar nicht so weit zurück. Sie ist gekrabbelt. Also kein Jahr? Nein. Und dann, mein geschiedener Mann hat im Krankenhaus gearbeitet. Mhm. Ist mit der Flasche und mit der Kleinen, mit einem Bekannten, zu dem Krankenhaus gerast. Dort wurde er abgewiesen, obwohl er da gearbeitet hat. Ach. Man wüsste ja, wie es ausginge. Er könnte ruhig nach Hause fahren. Mit diesen Worten. Wie bitte? Ja, da ist er überholt. Damit wollten die zum Ausdruck bringen, das Kind wird ohnehin sterben. Richtig. Das ist ja unfassbar. Richtig, ja. Das ist ja unfassbar. Ja, ich beeile mich, weil noch mehrere anrufen. Ich gucke ja wirklich jeden Abend schon seit 11, 12 Jahren. Ja. Und dann ist er überholt zu dem Stadtkrankenhaus hier, wo wir wohnen, gefahren. Ne? Mhm. Und dann habe ich da ganz aufgeregt angerufen. Da wurde mir frech gesagt, ach, da hätten Sie mal besser auf Ihre Tochter aufpassen sollen. Das ist ja unfassbar. Ja, wer hat dem Kind denn dann letztendlich geholfen? Ja, und dann wurde ein Luftröhrenschnitt gemacht. Aber doch in dem Krankenhaus? In dem Krankenhaus. Ja. Und dann ist meine Cousine, die dort gearbeitet hat, mitgeflogen nach Düsseldorf zur Uni. Ja. Und dann habe ich da angerufen und dann durfte ich jede Nacht, jede Viertelstunde dort anrufen, weil es sehr, sehr schlecht aussah. Also das Kind hing zwischen Leben und Tod? Ja, sie lag auf der Intensiv. Und in einer Nacht sagt man mir, ich weiß heute gar nicht mehr, welche Uhrzeit, also sie wird nicht überleben, machen sich darauf gefasst, die Fingerspitzen sind schon blau, die Fußspitzen, die Nieren sind am Versagen. Da habe ich aber so geschrien und jede Mutter, die ein Kind hat oder Kind verloren hat, wird das verstehen. Ich habe so geschrien, ich habe das Haus zusammengeschrien, ich habe von meinem geschiedenen Mann solch ein paar Ohrfeigen bekommen, zu Recht, damit ich zu mir kam. Da sagst du, da hast du noch zwei Jungs. Aber sie hat überlebt. Sie hat überlebt, ja. Kann man sagen, wie durch ein Wunder? Ja. Ja? Ja. Wie kam es, dass sie dann den Dreh noch gekriegt hat? Ja, ich weiß es nicht. Das war ein Wunder. Und dann hat sie noch ein Vierteljahr auf der Intensiv gelegen. Ein Vierteljahr noch. Ja, und als sie dann entlassen wurde, ich weiß auch nicht mehr wann, wie lange sie da lag, sind wir noch ein Jahr, jeden Monat unter Vollnarkose, ist sie pushiert worden. Was heißt das? Also, dass die Speiseröhre sich weitet.
Hat aber nichts gebracht, gar nichts. Ja. Und dann ging es weiter. Dann waren wir beim Metzger, haben die Kinder mitgenommen. Und wie das früher so war, haben sie ein Stück Fleisch vor sich gezeigt. Und ich habe das nicht gesehen. Wir sitzen im Auto, ich gucke nach hinten, da lief die Blau an. Ab, wieder zum Krankenhaus, die hatten die Geräte nicht. Dann mussten wir zum Hals-Nasen-Ohrenarzt. Wie lange war das denn, was du jetzt gerade erzählst, wie lange war das denn nach dem Unfall? Ja, immer, bis zum heutigen Tag. Ach so, das heißt, das sind bleibende Schäden sind vorhanden. Sie hat bis zum heutigen Tag eine Speiseröhrenöffnung von 5 Millimeter. Ach so. Also sie ist am Überlegen, sie ist ja Altenpflegerin, ne? Lass mich nochmal fragen. Also die Speiseröhre war schwer verletzt, total verätzt. War der Magen auch betroffen? Nein, gar nicht. Die Speiseröhre? Nur die Speiseröhre. Und die Folge jetzt von diesem schweren Unglück ist, dass diese Speiseröhre so verengt ist, wie du es gerade beschrieben hast. Ja. Das heißt, sie kann doch, deine Tochter ist heute wie alt? Meine Tochter ist 36 Jahre alt. 36, genau, hast du gerade vorhin auch gesagt. Sie hat zwar einen tollen Beruf und einen harten Beruf, aber kindlich, würde ich sagen. Ne? Aber das heißt, sie kann nur ganz klein durchgedrehte Speisen essen oder trinken oder so etwas. Hat sie Schmerzen auch? Nein, Schmerzen gar nicht. Sie vertut sich schon manches Mal. Neulich ist sie noch gewesen, ist noch gar nicht so lange her. Und da hat sie ihren Papa angerufen, weil er ja im Krankenhaus tätig ist, noch gar nicht so lange her. Sie nicht, ihr Freund, der hat eine eigene Wohnung, ein bisschen weiter weg. Und da blieb schon wieder was stecken. Und da wollte er mit ihr dahin rasen. Da stand das ganze Team schon bereit. Und unterwegs sagte ich schon gut, ich schon runter. Wahnsinn. Wenn sie bei mir in der Wohnung ist, dann gehe ich raus. Tu so, als wenn ich im Badezimmer schlafe, wenn was zu tun habe. Weil ich Angst habe, dass was stecken bleibt. Aber sie ist ja mittlerweile so trainiert mit 36 Jahren. Sie ist ja quasi so groß geworden, dass sie das wahrscheinlich ziemlich gut im Griff hat. Aber damals mit der Fleischwurst, da war sie ein kleines Kind und wusste das nicht, hat die Fleischwurst gegessen und es war alles verstopft wieder. Ja, richtig. Ja. Und dann auch mal einmal mit Pommes, da habe ich extra zu der Imbiss-Verkäuferin gesagt, sie möchte die eine Schale so ein bisschen weich, ganz weich, habe ich ihr das erklärt. Ja. Auch das ist stecken geblieben. Das war zum Glück mein geschiedener Mann da. Und der hat sie dann an der Beine und hoch und dann kam das raus. Ich bin aber laufen gegangen. Aber dreht sie sich denn alles durch den Wolf, was sie isst? Ist es alles püriert? Sie geht auch essen. Sie macht das alles klein mit der Gabel, ganz klein. Aber das ist ja mühsam, wenn sie mal Steak essen will. Das bis zum heutigen Tag. Das geht gar nicht. Also nur sehr, sehr weiche Sachen und so. Ja. Du hörst dich durch den Telefon ganz anders. Bitte? Durch den Telefon hörst du dich ganz anders an. Ja, das kann schon sein. Ich habe dich jeden Abend ins Wohnzimmer. Weißt du, was mich wundert? Dass so ein kleines Kind dann, wie viel hatte sie denn davon getrunken? Ja, ich weiß gar nicht, wie viel. Dass so ein kleines Kind in dem Moment, wo das schmeckt doch äußerst unangenehm, auch für so ein kleines Kind, dass das kleine Kind dann nicht sofort ausspuckt. Kinder probieren alles. Ja. Also ich ist kein Schuldzuweis meiner Mutter. Ich kann ihr keine Schuld geben. Sie hat alles unten in den Schränken stehen gehabt, bei mir stand alles oben. Sowas kann passieren. Richtig. Mhm. Und darum, ich für meine Person würde kein kleines Kind nehmen, auch nicht zum Aufpassen. Ich habe eine Enkeltochter, die wird ein Jahr im Juli. Ich würde sie nicht nehmen. Weil du Angst hast, dass so etwas passieren könnte oder irgendwas anderes passieren könnte. Ja, richtig. Ja. Also ich nicht. Liebe Monika, danke für deinen Anruf. Und dennoch sind wir natürlich froh, dass deine Tochter überlebt hat, wenn das auch alles ein bisschen beschwerlich für sie ist, aber sie hat ihr Leben und das ist ihr das Wichtigste. Ja, sie hatte schon mal die Überlegung, dass sie sich von jemandem Verstorbenen eine Speiseröhre einpflanzen lassen wollte. Ob sie das macht, weiß ich nicht. Kann man das? Geht das? Ja, sie sagte, das ginge wohl. Naja. Na gut, da muss sie sich beraten lassen von den entsprechenden Fachleuten. Was ich noch sagen wollte, was das Allerschlimmste war, was mir so wehgetan hat, meine Mutter ist ja verstorben, ne? Was mir furchtbar wehgetan hat, von meinen Geschwistern hat niemand mehr ein Kleinkind zu meiner Mutter gebracht. Niemand mehr. Auch mitgebracht nicht. Wie ist denn überhaupt deine Mutter damit umgegangen? Hat die sich nicht wahnsinnige Vorwürfe gemacht? Meine Mutter, die hat geschrien, ich habe gedacht, die kriegt einen Herzinfarkt oder Schlaganfall. Und die Vorwürfe hat sie sich wahrscheinlich ihr Leben lang gemacht? Ja, so richtig. Und mein Vater geht auch noch hin, gibt sich noch die Kelle, also bis zu den Haaren und ruft noch die Kripo an und sagt, meine Frau wollte mein Enkelkind ermorden. Und wir mussten mit meiner Mutter zur Kripo. Ach du Jürgen. Und der Kriminalbeamte sagte, also schnell nach Hause, ganz schnell. Aber du hast deinen Frieden mit deiner Mutter geschlossen? Damals. Meine Eltern sind beide tot, beide binnen neun Monate verstorben. Ja. Ich habe die ganze Last auf den Schultern gehabt, die ganze Last. Ja. Ich wollte sowieso mal mit ihr sprechen, bin nie durchgestellt worden, nie. Aber jetzt hat es geklappt, Monika. Jetzt hat es geklappt. Ich freue mich sehr und wie gesagt, ich freue mich, dass deine Tochter lebt und wohl auf ist. Domian, das darf ich dir noch sagen, ne? Ja.
Ich habe, also mein Vater ist 9 Monate nach meiner Mutter gestorben. Mhm. Also vor lauter Trauer, ihm ist das Herz gebrochen. Ne? Mhm. Darf du sowas sagen, dass ein Mensch im Krankenhaus, ich bringe ihn dienstagsnachmittags zum Krankenhaus, ich mache das ganz schnell. Nee, Monika, ich möchte mich unterbrechen, das geht jetzt ganz von unserem Thema ab. Das ist der Ausdruck unser Thema, für seinen Bettnachbarn. Unser Thema heißt ja Gift. Ja. Da würde ich vorschlagen, da rufen wir dich jetzt gleich nochmal zurück und dann können wir im Hintergrund in Ruhe drüber sprechen. Okay? Gut, alles klar. Liebe Monika, alles okay, Liebe, alles Gute wünsche ich dir. So, ne? Auf Wiederhören. Ja, tschüss. Tschüss. 0800 220 50 50. Das ist unsere Telefonnummer, die kostenfreie Nummer für euch. Und unser Thema heute Nacht heißt Gift. Was habt ihr mit Gift oder durch Gift, wegen Gift schon alles erlebt? In der Regel sind es ja schlimme und traurige Sachen, Unfälle. So in dieser Richtung. Wenn ihr gerne mit mir darüber sprechen wollt, dann meldet euch übers Telefon oder mailt, ganz einfach. Weiter geht es mit der Gabi. Und Gabi ist 37 Jahre. Guten Morgen, Gabi. Guten Morgen, Domian. Hallo, Gabi. Hallo. Ja, Thema Gift. Ja, der Vater von meiner besten Freundin hat sich vor 5 Jahren versucht, mit Nitroverdünner das Leben zu nehmen. Der Vater von der besten Freundin? Mhm. Nitroverdünner. Mit Nitroverdünner. Das ist ein ganz teuflisches Zeug. Ja. Da kriegt man Flecken weg, da kriegt man Ölfarbe mit weg. Genau, er ist Raumausstatter und hatte eine eigene Firma. Ja. Ja, und hatte zu dem Zeitpunkt Insolvenz mit seiner Firma halt angemeldet. Mhm. Und kurz davor ist auch seine Frau verstorben, also so, dass das im Endeffekt alles über ihn zusammenbrach. Mhm. Und wir wissen bis heute nicht, warum er das halt in dem Moment getan hat. Ich bin selbst Krankenschwester auf der Intensivstation und meine Freundin hatte mich halt im Spätdienst angerufen und hat ihren Vater dann auch bei uns einweisen lassen. Na, der Grund, den hast du ja gerade schon erklärt. Das war wahrscheinlich eine Kurzschlusshandlung aufgrund der Lebensumstände und Verhältnisse. Genau. So, jetzt hat er, wie viel hat er getrunken davon? Das wissen wir nicht. Also es stand ein kleiner Kanister da, also so ein gut 1 Liter. Wir wissen aber nicht, wie viel er daraus getrunken hat. Und er wurde dann sofort, wie ging das? Wer hat ihn gefunden? Meine Freundin hat versucht, ihn die ganze Zeit in der Werkstatt zu erreichen. Ja. Wie lange hat er denn in der Werkstatt dann gelegen mit diesem Nitro im Magen? Man weiß nicht, wann er das getrunken hat. Also auf jeden Fall ist er morgens um 6 Uhr schon in die Werkstatt gefahren. Mhm. Und meine Freundin hat ihn nachmittags kurz nach 14 Uhr gefunden. War er dabei bewusst sein? Nee. Er war bewusstlos, ja. Blitzblau halt. Und ja gut, er atmete halt noch, aber kam dann halt wirklich mit Rettungshubschrauber sogar bei uns in die Klinik. Ja. Und du hattest auch zufälligerweise gerade Dienst. Das wusste sie auch, dass ich Spätdienst habe. Mhm. Normalerweise kommen solche Fälle nicht zu uns in die Klinik. Mhm. Aber dadurch, dass ich Spätdienst hatte, wollte sie halt ganz gern, dass ihr Vater zu uns kommt. Ja. Und wie ging es dann weiter auf der Station? Wir hatten dann halt wirklich ganz engen Kontakt zur Giftnotrufzentrale. Also war denn gleich die Vermutung schon da von Seiten deiner Freundin, dass er das wahrscheinlich getrunken hat? Ja. Ja. Mhm. Ja. Also das stand daneben? Genau, das lag genau neben ihm. Ah ja, also roch man das auch irgendwie? Das roch man auch, ja. Ja, ja gut, er kam halt ohne Bewusstsein bei uns in die Klinik und musste auch sofort beatmet werden. Also es stand wirklich ganz arg auf der Kippe. Mhm. Und wir hatten ganz engen Kontakt mit der Giftnotrufzentrale. Und was wir denn da machen können, im Endeffekt konnte man ja kaum was machen, außer halt ordentlich bewässern, dass das halt alles aus dem Körper rausfließt im Endeffekt. Mhm. Und man wusste ja auch nicht, was er an Verätzungen und solche Sachen halt zurückbehält. Ja, man wusste ja auch nicht, wie lange es schon her war, dass er es eingenommen hatte. Ne? Genau. Getrunken. Wie lange er da gelegen hat, wusste man nicht. Und wann er das getrunken hatte, wusste man nicht. Ja, was gibt man denn so einem Patienten? Einen Tropf nach dem anderen? Genau. Oder macht eine Blutwäsche oder was macht man? Ja, man halt Blutwäsche nicht, aber man lässt halt wirklich Flüssigkeit halt ohne Ende in ihn reinlaufen, so das ist halt, ne? Mhm. Und er hat aber kaum ausgeschieden. Also wir hatten wirklich gedacht jetzt, dass er halt ein akutes Nierenversagen dadurch hat. Mhm. Aber er lag dann auch eine gute Woche im Koma. Eine Woche. Mhm. Und ja, und als er dann wieder zu Bewusstsein kam, dann erstmal war er erschrocken, dass er halt noch lebt. Mhm. Wusste gar nicht, wo er ist. Mhm. Und meine Freundin saß auch wirklich Tag und Nacht bei ihm am Bett. Mhm. Und als er dann wach wurde, da, ja gut, erst war er erschrocken und dann sagte er nur zu ihr, was sie denn da macht. Mhm. Und wo denn seine Pieselotten wären, ne? So seine ganzen Sachen, die er halt dabei hatte und was denn passiert sei. Na, und ich hatte auch gerade wieder Dienst. Mhm. Und dann habe ich ihn nur gefragt, ich wollte nur eins wissen, ob es geplant war oder ob es halt ein Kurzschluss war. Ja. Und da sagte er nur einen Kurzschluss. Ich sage, okay, wir reden da nie wieder drüber. Das ist okay. Ne? Ja. Ist er denn ganz gesund dann wieder rausgekommen? Ja.
Das ist ja verrückt. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Hätte gedacht, dass er irgendwelche Folgeschäden hatte, dass irgendwelche Organe... Wir haben das alle nicht für möglich gehalten. Hat er denn dann im Nachhinein erzählt, wie viel er getrunken hat? Das wusste er selbst nicht mehr. Mhm. Wie viel er getrunken hatte und also was jetzt letztendlich der ausschlaggebende Punkt war, das wissen wir bis heute nicht. Also, es muss irgendwas vorgefallen sein, noch in der Werkstatt. Ach so, da wurde bis heute dann nicht mehr drüber, wurde bis heute wirklich definitiv nicht mehr drüber gesprochen. Auch nicht eher mit seiner Tochter. Nee. Gar nichts. Gar nichts. Hat er sich denn in seinem Leben wieder gefangen? Ja. Das schon. Sehr, sehr gut. Der hat jetzt eine neue Lebensgefährtin. Wir feiern nächste Woche seinen 70. Geburtstag. Ah ja. Also dem geht's wirklich sehr, sehr gut. Das ist mir so absolut unvorstellbar, wenn jemand sich das Leben nehmen will. Okay, es kann ja Situationen geben oder Lebensentwicklung, wo ein Mensch so etwas tut oder empfindet, dass er das möchte. Aber dann Gift zu trinken, welches in der Regel verbunden ist mit sehr, sehr, sehr viel Qualen, das ist mir schleierhaft, wie jemand das entscheidet für sich. Also muss man völlig verzweifelt gewesen sein, dass man sowas tut, denke ich mir. Also. Und er hat auch gar nichts darüber ausgesagt, er konnte sich nicht mehr erinnern, ob er die Zeit... vom Trinken bis zur Bewusstlosigkeit höllische Schmerzen hatte? Nee. Gar nichts, weiß er nicht. Gar nichts. Er hat da überhaupt keine Erinnerung dran. Wenn du Intensivkrankenschwester bist, wirst du öfters mit solchen Dingen konfrontiert? Nee, ich arbeite eigentlich in einer Krebsklinik. Ah ja. Normalerweise haben wir halt ja wirklich Krebspatienten da. Mhm. Das war halt, ja, im Endeffekt durch Vitamin B, weil meine Freundin das halt ganz gerne wollte. Und das hätte er auch so gewollt. Mhm. Denn das geht ja dann alles noch mit Psychiater und solche Sachen halt beim Selbstmordversuch. Ja, sicher, klar. Mhm. Normal gehen die auch in eine geschlossene Abteilung und so. Mhm. Und das musste er aber alles nicht. Mhm. Also hat dieser Mann wirklich ganz großes Glück gehabt. Er hat sehr, 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 sehr großes Glück. Aber rundherum Glück. Ja. Mhm. Wenn du sagst, du arbeitest in einer Krebsklinik oder Krebsabteilung, da sind die Übergänge ja wahrscheinlich auch sehr dünn, wenn man über Chemotherapien spricht. Wann fängt das Gift an und wann ist das Lebensrettende? Ja, weil eine Chemotherapie ist ja auch eine geballte Ladung, auch Gift für den Körper. Mhm. Im besten Fall mit der Wirkung, dass die Krebszellen zerstört werden. Aber vieles andere wird ja auch zerstört. Ja. Mhm. Also Chemotherapie ist im Endeffekt auch Gift für uns. Warum? Also früher war es so, ich arbeite schon seit 88 in der Krebsklinik. Ja. Und früher haben wir die Chemotherapien auf Station noch aufgezogen. Mhm. Ne? Also aufgezogen heißt den Patienten verabreicht? Nee, zurechtgemacht. Zurechtgemacht? Ausgerechnet und die Infusion halt, die Chemotherapien halt selbst zurechtgemacht. Ja. Das läuft jetzt alles über die Apotheke, das ist jetzt halt alles ganz anders als früher. Ja. Nur da waren wir natürlich auch einer großen Gefahr ausgesetzt. Ach so, weil diese Substanzen, weil ihr irgendwie in Kontakt gekommen seid mit diesen Substanzen. Ja. Indem ihr sie eingeatmet habt zum Beispiel? Eingeatmet, teilweise über die Finger gelaufen. Ah ja. Ist halt auch passiert. Ja. Ne? Da habe ich mir noch gar keine Gedanken drüber gemacht, dass das Personal, das medizinische Personal, da auch einer Gefährdung ausgesetzt ist. Mhm. Welche Folgen kann das für einen gesunden Körper haben, wenn man mit diesen Substanzen in Kontakt kommt? Das kann zu Verätzungen führen. Gut, wenn wir die Chemotherapien vorbereitet haben, eigentlich weniger. Nur wenn wir die Patienten an die Chemotherapie angeschlossen haben und es hat sich ein Infusionssystem gelöst zum Beispiel. Ja. Ne? Und dann tritt er die Chemotherapie aus und wenn wir in dem Moment halt reinkommen und man handelt ja sofort ohne Handschuh, ne? man versucht ja die Chemotherapie wieder anzuschließen. Mhm. Wenn das dann über unsere Finger läuft, ist natürlich, ja, kann halt zur Verätzung führen. Und aber das ist ja schon wahnsinnig, wenn man sich vorstellt, dass das auf der Haut zu Verätzungen führt, dann will man sich ja gar nicht vorstellen, was das innerhalb des Körpers und im Blut für eine Auswirkung hat. Mhm. Das macht einem ja deutlich, was für eine unglaublich aggressive Substanz das ist. Ja. Kann es auch über diese Verätzung hinaus auch noch innere Schäden irgendwie bewirken? Bei den Patienten selbst nicht. Also es kann nur Schäden auslösen, wenn es ins Gewebe läuft, zum Beispiel. Ja, ich meinte jetzt bei euch, bei dem Personal, wenn ihr damit in Kontakt kommt, außer die Verätzung, kann es da noch andere Schäden geben? Man hat halt ein erhöhtes Risiko, selbst an Krebs zu erkranken. Ach, das ist so. Ja. Dadurch die. Also Personal, die mit Krebspatienten lange Zeit zu tun haben, ob Strahlentherapie, ob Chemotherapie, egal. Mhm. Also man sagt wirklich, Personal, was lange Zeit da arbeitet, ist zu 80% krebsgefährdet.
Wie ist das erklärbar? Man sagt ja immer, dass Krebs nicht ansteckend sei. Nee, ansteckend ist es nicht, aber halt durch diese ganzen Substanzen, wo wir halt mit zu tun haben, ist das Risiko halt erhöht, weil die Patienten nachstrahlen, ja, zum Beispiel. Ne, wenn sie. Aber du arbeitest jetzt auch schon sehr lange in der Krebsabteilung. Ja. Ist das für dich ein Thema, wegen dieser Überlegung, ja, die Abteilung zu wechseln? Nee. Das nicht? Mhm. Das heißt, du gehst das Risiko ein? Bewusst ein? Na, bewusst nicht, aber ich arbeite unheimlich gern mit Krebspatienten zusammen. Ja. Hört sich vielleicht. Ja. Warum arbeitest du gern mit Krebspatienten? Es gibt keine dankbareren Patienten und keine liebenswerteren Patienten als Krebspatienten. Mhm. Weil erstmal kennen die sich ja schon lange Zeit, weil die ja immer wieder kommen. Mhm. Und wir als Personal kennen die halt auch schon. Es ist wie eine große Familie im Endeffekt. Mhm. Und was ich faszinierend finde, ist, wenn die sich kennenlernen, die reden einmal über ihre Erkrankung, die jammern nicht. Mhm. Ne? Die erzählen einmal, was hast du? Und die reden dann nie wieder drüber. Ja, weil jeder davon ausgeht, der andere weiß genau Bescheid, was los ist. Und da muss man gar nicht groß drüber sprechen. Eben. Und die Dankbarkeit resultiert sicher daraus, weil das ja nur wirklich eine der schlimmsten Krankheiten ist, die es gibt und man immer so im Grenzbereich auch zwischen Leben und Tod agiert. Ja. Und dann wahrscheinlich auch demütiger ist und dankbarer ist für jede Hilfe und jede menschliche Zuwendung. Mhm. Ja, das kann ich verstehen, ja. Also ich finde die Krebspatienten ist wirklich, also ich möchte nicht auf einer Chirurgie arbeiten oder so. Also die haben ja im Endeffekt ein gebrochenes Bein, die sind ja bald wieder gesund, aber die jammern mehr als unsere Patienten. Ja, das glaube ich. Liebe Gabi, das war sehr interessant, mit dir zu sprechen. Ich wünsche dir alles Gute und vor allen Dingen viel Kraft für deinen wichtigen und so wichtigen Beruf, den du hast. Jo, danke schön. Alles Gute, auf Wiederhören. Dir auch, ne? Tschüss. Dankeschön, tschüss. Jetzt geht's weiter mit, frage ich meine Regie, mit Barbara und die ist 58. Guten Morgen, Barbara. Guten Morgen, Domian. Hallo, Barbara. Du heißt ja Jürgen, ne? Also. Ja. Ja, ich habe mich gemeldet zu dem Thema Gift, weil ich vor vielen Jahren schon meinen Bruder das E605 verloren habe. Nochmal, du hast deinen Bruder durch? E605. Durch E605. Das ist früher ein sehr häufig gebrauchtes Rattengift, ne? Nee, Pflanzengift. Pflanzengift. E605. Meine Eltern in der Garage gehabt oder was weiß der Teufel, wo wir es gehabt haben, ne? Und um da Unkraut zu vernichten. Und mein Bruder, der war, wie soll ich das sagen, eigentlich ein toller Mensch, im Grunde genommen, aber hat ein bisschen psychische Schwierigkeiten oder auch nicht, keine Ahnung. Ich habe nicht zu Hause gewohnt, nicht zu Hause gelebt. Wie alt war dein Bruder, als das passiert ist? 30. 30. Und wohnte er da noch bei euren Eltern? Ja, das war eigentlich der Kronprinz bei uns. Mein älterer Bruder, der wohnt in Bayern oder zu der Zeit schon. Und ich wohnte in Baden-Württemberg. Mhm. Und mein Bruder, also Werner, der wohnte zu Hause. Und das war der Kronprinz, der das Haus erben sollte und etc. pp. Ja. Und warum und weshalb der das getan hat, weiß kein Mensch. Also er hat dieses E605 getrunken. Konnte man das trinken? War das flüssig oder war das Pulver? Nein, das war flüssig. Das war flüssig und er hat das getrunken. Ich bin nicht dabei gewesen, ich habe es nicht gesehen. Ich habe das auch nur gehört eigentlich im Prinzip. Wie und wo hat man ihn gefunden? Meine Eltern haben zwei Familienhaus gehabt und das obere Dachgeschoss. Also das Dachgeschoss eben ausgebaut, hat er seine Wohnung gehabt. Und er muss irgendwann im frühen Morgen wieder zu schreien gefangen haben. Gebrüllt haben wie ein Stier, sagt man so schön. Ne? Und dann sind unsere Nachbarn, also unsere Mieter, sind er wach geworden von und haben geschaut, was er macht und was da oben los ist. Und da muss er schon also Schaum vor Mund gehabt haben, blau geworden. Ich weiß es nicht, ich war ja nicht dabei. So hat man es dir erzählt? Ja. Und dann ist meine Mutter wach geworden. Mein Vater lag zu dieser Zeit im Krankenhaus. Der hat eine Hüftgelenksoperation gehabt. Und ist meine Mutter wach geworden, ist wieder gelatscht. Dann ist hochgerannt. Eine zierliche Person von 51 Kilo, 54 Meter groß. Ja. Die hat diesen Kerl von 1,83 Meter und schlank war er schon. Die hat ihn noch runtergeschleift. Mehr oder weniger. Bis ins Wohnzimmer. Hat ihn noch gewaschen. Hat ihm noch die Haare gekämmt und dann immer also die Mieter haben daneben gestanden, die sie erzählt haben. Ne? Wieso hat sie ihn gewaschen und die Haare gekämmt? Ruft man dann nicht sofort den Krankenwagen? Kommt, dass der Junge ordentlich aussieht. Ach so, wenn ich verstehe. Wenn der Krankenwagen kommt, dass der Junge ordentlich aussieht. Ja. Er ist dann ins Krankenhaus gekommen? Ja, unterwegs ist er schon gestorben. Unterwegs ist er gestorben. War er denn, als deine Mutter ihn gewaschen hat, noch bei Bewusstsein?
Das weiß ich nicht ganz genau. Nicht. Hm. Da musste er ja auch unfassbare Schmerzen. Der muss Schmerzen gehabt haben bis ins Endliche. Unglaublich, unglaublich. Und für euch alle in der Familie ist es ein Rätsel, warum er es gemacht hat? Ja, also wir ahnten vielleicht, was mit seiner Freundin irgendwas zu tun hat oder so. Ne? Hm. Aber nichts Genaues weiß man, wie man so schön sagt. Das bis heute. Ne? Also bis heute, es ist nie irgendwas rausgekommen, es gibt keinen Abschiedsbrief, gar nichts. Keinen Brief gefunden, kein nichts, kein gar nichts. Ja, und dann eben die Überlegung, was ich gerade schon sagte, warum, wenn er sich das Leben nehmen will, warum auf so furchtbare Art und Weise? Ja. Ne, das ist die Frage. Wenn du das beantworten kannst, wäre ich dir dankbar. Das muss wahrscheinlich dann für eure Familie auch der absolute Schock gewesen sein damals. Der absolute Schock ist etwas gelinde ausgedrückt. Ja. Ist deine Mutter überhaupt je einigermaßen darüber hinweggekommen? Nein, da kommt man auch nicht weg. Die hat die abgekapselte Sieden Austern. Ich konnte mit ihr nicht reden. Ich meine, wir haben Entfernungen gehabt von 700 Kilometern teilweise, ne? Ja, ja. Aber manchmal gab es ja auch Familienfeiern oder sowas Ähnliches. Ja. Aber das Thema wurde nie angesprochen, das wurde auch nie erörtert irgendwo. Und vor allem mein älterer Bruder und ich, wir wollten da noch mal sehen, ne? Das wurde uns verboten von mir, also nahegelegt, es nicht zu tun. Vielleicht war er sehr durch die Schmerzen, vielleicht sehr entstellt im Gesicht, man weiß es nicht. Das hat mir Anita nachher gesagt. Ich kenne gerade die Schwesterin da. Ja. Und jetzt sagt, also das hätte keinen, wirklich bald in Erinnerung, wie ihr ihn kennt. Ja, das ist dann auch wahrscheinlich das Beste und das Richtige gewesen. Liebe Barbara, danke für den Anruf. Und dir wünsche ich alles Gute. Dankeschön. Tschüss. Das war Barbara. Und weiter geht es mit Rebecca. Und Rebecca ist 34. Guten Morgen, Rebecca. Hi. Hi. Hi, so begrüßen wir uns. Rebecca, Thema Gift. Genau. Erstmal möchte ich sagen, dass es mir für alle leid tut, die irgendwie auf sehr schreckliche Art und Weise jemanden verloren haben. Wie wir es gerade gehört haben. Genau. Mhm. Das tut mir wirklich sehr leid, weil das, was ich gerade sagen möchte, ist irgendwie das Gegenteil. Mhm. Ich bin gespannt. Ja. Also, zum Lachen ist eigentlich nicht, aber... Aber es ist ja nett, dass du das so einleitest, dann ist der Kontrast auch nicht zu groß zu dem traurigen Thema vorher. Ja, man lacht vielleicht auch immer, wenn man etwas unsicher ist. Ja, erzähl mal. Also, mein Vater hatte 3 Herzinfarkte und ist Arzt und hat beschlossen, nachdem er eine Herzoperation hatte und beim dritten Mal fast auf dem Tisch gestorben ist, dass er nicht auf dem Tisch sterben möchte. Und hat sich, das wissen wir alle selber, also meine Familie und ich, sich Zyankali-Kapseln beschafft. Falls es soweit sein sollte, möchte er gerne zu Hause sterben und nicht irgendwie auf einem Stahltisch. Und das kann ich voll und ganz verstehen. Aber dein Vater lebt noch? Ja, er lebt noch. Und wie geht es ihm gesundheitlich? Momentan relativ gut, aber das kann man nie so richtig sagen, weil... Ja, das ist halt eine schwere Herzerkrankung und das kann man immer wanken. Und ja, er hat sich auch entschlossen, nie wieder sich in irgendeine Behandlung zu begeben. Ja. Also er ist Arzt und er weiß selber, wann es ihm schlecht geht und wann es ihm nicht schlecht geht. Also es gab auch schon Momente, wo er, oder Nächte, wo er dann irgendwie die Treppe runtergefallen ist, bewusstlos und ist gegen die Wand geknallt und alles Mögliche. Aber ich vermute mal aufgrund deines Alters, dass dein Vater noch nicht so sehr alt ist. Doch. Doch? Ich bin 34 und mein Vater ist 68. Naja, gut, das ist ja noch kein Alter. Ja, aber es ist eben passiert. Es ist passiert und er ist eben sehr schwer krank und hat für sich jetzt diese Entscheidung getroffen. Er hat es uns auch allen mitgeteilt und das fand ich sehr nett von ihm. Aber ist das... Ich muss ganz ehrlich sagen, weil er hat uns darüber informiert, dass er gerne so sterben möchte, wie er sterben will. Wenn ich das höre, Zyankali-Kapsel, denke ich direkt an Göring, der sich so das Leben ja auch genommen hat, kurz bevor er hingerichtet werden sollte, soweit ich mich erinnere. Wie kommt man... Bitte? Da hast du vollkommen recht. Ja. Ich habe gerade überlegt, ob ich sie sitzen sollte. Nein, um Gottes Willen. Ich habe auch du zu dir gesagt. Nein. Okay. Ich habe mich gerade nur gefragt, wo kriegt man Zyankali-Kapsel? Das weiß ich selber nicht, aber mein Vater
kennt sich aus und ja. Er weiß, wo er das herbekommt. Ich weiß es nicht. Ich aber weiß auch nicht. Keiner von uns weiß, wo er sie aufbewahrt. Kein aber, Mensch. Aber sie sind definitiv da schon? Sie sind definitiv da und wir wissen es alle. Auch das stelle ich mir, ich weiß es nicht, ich stelle mir das auch äußerst schmerzhaft vor, Zyankali zu schlucken. Wow. Das geht relativ schnell. Geht so schnell. Ich denke mir, würde mir so laienhaft jetzt vorstellen, als Arzt hätte er doch sicher noch eine angenehmere Möglichkeit, sich das Leben zu nehmen. Und die wäre? Indem er sich irgendwas spritzt, von dem er genau weiß, davon wacht man nie wieder auf, man schläft ein und ist weg. Und was wäre das? Ja, ich bin kein Arzt, aber man hört so einiges munkeln von Ärzten. Das bist du nicht. Und das ist eben das, was anscheinend am besten wirkt und am schnellsten wirkt. Also ich sage jetzt auch nicht irgendwie, dass du jetzt Unrecht hättest oder ja, mein Vater Unrecht hätte, aber er hat sie nun mal und ja, er hat sie wird mal, wissen, ja. Warum sie hat, warum er sie hat. Ich sag's deshalb, weil ich zwei befreundete Ärzte habe und die mir das neulich mal gesagt haben, wenn, dann würden sie es so und so machen. Das will ich jetzt aber hier nicht ausführen, um da nicht noch Werbung zu machen für die Art und Weise. Nee, ich auch nicht. Wie geht ihr als Familie damit um? Du hast gerade gesagt, du bist dankbar, dass ihr es wisst. Aber habt ihr ja nicht Angst davor, dass er es dann irgendwann vielleicht unerwartet für die euch Angst tut? Er war doch schon vorher da. Ja. Er war doch schon tot. Mhm. Er war schon tot und er ist wiedergekommen. Mhm. Und also die Möglichkeit, ihm zu nehmen, dass er jemals wieder geht ohne Schmerzen und ohne all das, das ermöglichen wir ihm halt. Mhm. Und das akzeptieren wir auch irgendwo. Und ich kann auch verstehen, dass man nicht auf irgendeiner kalten Bahre sterben möchte, wenn man selber merkt, es geht zu Ende. Ich hatte ein Erlebnis, das werde ich nie vergessen, weil meinem Vater ging es schon relativ früh sehr schlecht und da war ich 15 und da hatte er auch schon einen absoluten Anfall und da war ich allein mit ihm zu Hause und er hat dann halt zu mir gesagt, irgendwie, also er hatte einen absoluten Bluthochdruck und es war alles vollkommen kurz vor weiß ich nicht was. Und er hatte dann nur gesagt, irgendwie, hol die Spritze, zieh das auf und mach und mach und mach. Und der kriegte gar keine Luft mehr, der war puterrot und es war ganz schrecklich. Und er hat gesagt, nun setz mal die Spritze und ich konnte es nicht. Ich konnte es absolut nicht. Und ich habe davor gesessen mit der Spritze und habe nur noch geheult und geheult, bis er sich selber reingehauen hat. Und diese Spritze, aber diese Spritze sollte... Die hat ihn gerettet. Hattest du denn damals die Vermutung, dass das die Spritze wäre, die ihn töten würde? Nein, das war ja was ihn gerettet hat. Und warum konntest du es nicht? Du wusstest, dass es dir... Weil ich 15 war, ich wusste doch nicht, wie ich jemanden eine Spritze setzen sollte. Wie denn? Ich bin zwar eine Tochter von einem Arzt, aber ich habe noch nie jemanden eine Spritze gesetzt. Das war so... Sowas von furchtbar und also nachdem er euch das jetzt gesagt hat mit den Zyankali-Kapseln, hat die gesamte, wie groß ist die Familie, wie viele Geschwister hast du noch? Ich habe noch zwei Schwestern, die sind älter als ich und eine Mama. Und eine Mama. Das haben alle akzeptiert. Ja. Es gab keine Diskussion darüber. Nein. Vielleicht auch nicht, weil er etwas dominant ist. Aber spielt auch keine Rolle. Jeder muss wissen, wie er Nein, sterben also, möchte. Nein, also verstehe meine Nachfragen nicht als kritische Nachfragen, sondern ich wollte es einfach nur wissen. Ich respektiere das Verhalten deines Vaters hundertprozentig. Und ich glaube, dass ich sowas auch machen würde. Und ich glaube, dass es auch ein beruhigendes Gefühl ist, so Dinge irgendwo liegen zu haben, wenn man schwer krank ist. Also ich habe da volles Verständnis für. Ich verurteile das überhaupt nicht. Wenn er als Arzt das so einschätzen kann, und wenn irgendwann ein Punkt kommt, wo er genau weiß, jetzt gibt es keine Rettung mehr, es wird vielleicht nur darauf hinauslaufen, dass ich vielleicht über einen gewissen Zeitraum ein Schwerstpflegefall werde und er sich dann für sich entscheidet, das zu tun, gilt es, das zu respektieren, finde ich. Und das darf man auch nicht verurteilen, finde ich. Denke ich auch. Jeder muss sterben, so wie er das gerne möchte. Ja. Natürlich ist es für die Angehörigen, aber für die Angehörigen ist es auch sehr schlimm, einen Menschen, ist nicht gerade leicht. Genau, den anderen Weg zu sehen und zu begleiten. Aber man muss es respektieren. Das wollte ich einfach nur mal in dieser Sendung loslassen, weil... Ja, hast du von meiner Seite aus einen absoluten Fürsprecher. Danke. Würdest du das denn für dich, wenn du in einen solchen Fall, in eine solche Situation kämst, würdest du eventuell sowas dir auch vorstellen können? Also wäre ich jetzt
im Krebs, also sagen wir mal, eventuell im Krebsendstadium, würde ich mir auch wünschen, dass mir jemand diese Gnade erweist. Das ist das, was ich einfach sagen wollte. Wenn jemand einfach nicht mehr kann und wenn es nicht mehr geht, dann ist es besser, als jemand irgendwie einfach krepieren zu lassen. Ja. Das ist das, was ich sagen wollte. Liebe Rebecca, ich freue mich, dass du gesprochen hast, dass du durchgekommen bist. Ich wünsche deinem Vater alles Gute und viel Kraft. Wünsche ich ihm auch. Und dass er dennoch eine gute Weile bei euch bleiben kann, ohne Schmerzen und ohne Leid. Alles Liebe. Ich auch, danke. Auf Wiederhören. Tschüss. Und jetzt bin ich verbunden mit dem Markus. Markus ist 27 Jahre alt. Guten Morgen, Markus. Ja, hallo Domian. Hallo Markus. Hallo. Thema Gift. Ja, Thema Gift, das ist bei mir ein wirkliches Paradoxum, kann man sagen. Ich bin drogenabhängig. Ich nehme Heroin schon seit 8, 9 Jahren sehr lang, solange ich denken kann oder eigentlich seitdem auch nicht mehr denken kann. Naja, und ich komme. Und somit wären wir beim Thema Gift, wenn du Heroin nimmst. Genau. Ich komme gleich dazu. Ich war vor circa 2 Monaten beim Freund in einer Wohnung, der auch Fixer ist. Naja, wir haben uns beiden Schuss gesetzt und ich lag dann total breit auf dem Fußboden. Naja, und er irgendwie noch durch seine Wohnung getorkelt und mein Freund hält Schlangen. Und er hat ein Terrarium mit einer grünen Mamba umgeworfen. Naja, und die Ironie wäre halt, die grüne Mamba hat mich gebissen. Markus, ich habe eine kleine Bitte. Versuch mal ein klein bisschen deutlicher zu sprechen, weil die Leitung noch nicht gut ist. Die grüne Mamba hat mich gebissen. Da war ein Terrarium, das ihr umgeschmissen habt. Genau. Da war eine Giftschlange drin. Bei meinem Freund. Wir haben beide Drogen genommen, beide gefixt und ich lag auf dem Fußboden und er ist durch seine Wohnung noch gelaufen, er versucht zu laufen vielmehr und hat das Terrarium umgeschmissen. Naja, die Schlange hat mich gebissen. Ist eine Mamba eine Giftschlange oder eine Würgeschlange? Eine grüne Mamba ist eine Giftschlange, die ist sogar sehr giftig. Das ist, Gott, was für eine absurde Situation, da sitzen... Eine der giftigsten Schlangen, die es gibt. Die hat dich gebissen? Die hat mich und du gebissen. Hattest dir vorher einen Schuss Heroin gesetzt? Ja. Was dann? Ja, zum Glück war die Freundin meines Freundes noch mit in der Wohnung. Wie gesagt, das war die Wohnung des Freundes. Mhm. Die war noch so klar und hat den Notarzt gerufen und wir waren in Frankfurt, das war mein großes Glück. Aber das muss man ja erstmal einem Notarzt klar machen, da ist jemand, der hat einen Schuss, der hat sich Heroin gesetzt und der ist noch von der Mamba gebissen worden. Ja, Da denkt er ja wahrscheinlich auch im ersten Moment, sind die bekloppt, aber da muss man ja ganz schnell handeln, ganz schnell. Ja, natürlich, das klar, das war halt wirklich mein Glück, ich war in Frankfurt. Ich bin in die Uniklinik gekommen, da gibt es Gott sei Dank einen Giftnotfall. Die konnten mir helfen, wäre mir das in irgendeinem Kreiskrankenhaus passiert, dann wäre ich heute nicht mehr. Und das ist halt so die Ironie an der ganzen Sache. Ich drücke mir seit 9 Jahren Gift in die Venen und dadurch hätte mich dann fast anderes Gift getötet. Wahnsinn. Wann war das? Das war vor 2 Monaten. Vor 2 Monaten, noch gar nicht lange her. Nee, ich war... Hat dir das Ganze denn so einen Schock versetzt? Ja, natürlich. Ich habe danach aufgehört zu fixen. Also ich habe 3 Tage lang aufgehört, aber bin dann rückfällig geworden. Und machst du es jetzt weiterhin? Einfach nicht. Der Suchtdruck ist stärker, aber ich möchte nicht mehr. Ich habe keine Lust mehr auf den Mist, Machst du mal den Fernseher oder das Radio leise, dass ich den Ton... Ja, Moment, ich mach's leise. Ja. Also zwei, 3 Tage ist ja auch nicht so lange dann. Ja, das ist nicht lange, nee. Mhm. Aber ich meine, du hast ja jetzt so einen Schuss vor dem Bug bekommen vom Schicksal, dass dich das eigentlich wachrütteln sollte, dass du was unternimmst. Tust du denn was? Gehst du zu einer Suchtberatung? Warst du in deiner Klinik schon mal? Hast du irgendetwas unternommen? Nee, ich weiß selbst nicht, was ich da tun soll. Ich habe
mal einen Entzug gemacht, aber wie gesagt erfolglos. Und aber ich habe auch wirklich keine Lust mehr auf die ganze Scheiße. Das Problem ist, meine Freunde sind halt auch alle drin in der Szene. Und noch ein weiteres Problem ist, ich bin schwul zusätzlich noch. Ja gut, das hat damit ja nichts zu tun. Nein, aber die Szene macht mich einfach nieder. Naja, okay, das ist... Klar, das, aber das ist halt... Also, wieso macht die dich nieder? Das ist halt schon... Ich kenne überwiegend Fixer, die sehr, sehr auf Männlichkeit bedacht sind. Und also nur mal ein Beispiel zu meinem 27. Geburtstag, der jetzt auch erst wenige Tage zurückliegt, hat man mir eine Arschklatsche geschenkt. Also wie soll ich das Ding nennen, so ein Lederriemen, mit dem man sich auf den Po versohlen lässt. Ja, und? Das sind halt alles so kleine Anspielungen nur auf meinen Sex. Ah, komm, darüber müssen wir jetzt nicht reden. Das ist doch Schnickschnack. Nee, aber entscheidend macht alles so fertig. Ja, gut. Aber entscheidend ist, dass du für dich eine Entscheidung A triffst. Dass du raus willst. Nach 8 oder 9 Jahren Gosse reicht es. So, und nach dieser Entscheidung musst du auch etwas tun. Du musst zumindest mal zu einer eine Suchtberatung gehen und dann auch die entsprechenden Schritte mit dir machen lassen. Wahrscheinlich wirst du in die Klinik müssen. Das habe ich ja alles schon gemacht. Ja, du musst es nochmal machen. Nee, komm, nicht, ich habe schon und geht nicht. Dann nochmal. Nur so geht es. Nein, weißt du, es macht mich einfach alles so fertig. Die Typen, die schenken mir eine Arschklatsche. Ja, komm, lass das mal zur Seite. Damit auf ja. Die sagen Homosexualität. Nein, komm, pass mal auf, stopp mal eben. Das sind alles Gründe. Ich schaff's nicht aufzuhören. Ich brauche diese Befreiung. Ja, Markus. Nur dann fühle ich mich frei. Ja, aber du siehst ja, was für eine Freiheit du hast. Ne? Du hast eine Scheißfreiheit. Du bist ein Junkie, der in der Gosse liegt. Und wenn du so weitermachst, lebst du auch nicht mehr lange. So. Aber was soll ich denn machen? Du sollst deinen Arsch in die Hand nehmen und zur nächsten Suchtberatungsstelle gehen. Mein Arsch ist nur für die Arsch. Ja, ach komm, ist gut, komm, vergiss es. Nur so geht es. Und das geht nicht mit Jammern. Ja, aber was soll ich denn machen? Ich habe es dir gerade gesagt, was du machen sollst. Und ich gebe dir jetzt gleich ein paar gute Adressen an die Hand in Frankfurt. Ja. So, du musst es aber tun. Ich kann dich da nicht hintragen und auch kein Psychologe und kein Sozialarbeiter. Du musst hingehen und du musst sagen, Leute, mir geht es, ich bin total am Ende. Ich kann nicht mehr. Aber ich will etwas unternehmen. Ich will davon weg. Helft mir. Und dann geht es. Ja. Aber du darfst nicht 150.000 Mal aber sagen. Dann kannst du es nämlich nicht. Schaffst es nicht. Und was soll ich mit meinen Freunden machen? Die Freunde sind völlig unwichtig. Jetzt geht es um dich, dass du rauskommst und dass du ordentlich behandelt wirst. Aber ich kann mit denen nicht mehr. Also ich meine, ich habe auch mittlerweile selbst das Gefühl, dass das keine richtigen Freunde sind. Ja, aber die Freunde sind jetzt gar nicht wichtig. Nein. Aber ich habe Striemen am Hintern von der Art. Ja, Markus, pass mal auf. Jetzt lassen wir das mal sein. Jetzt werden wir dich zurückrufen. Ja. Und du bekommst die gerade versprochenen Adressen. Du kannst auch noch ein paar Worte mit meiner Psychologin sprechen. Und dann musst du handeln. So, und jetzt legst du bitte auf und wir rufen dich gleich wieder an. Und ich wünsche dir richtig viel Kraft und Disziplin vor allem. Ja, hast du denn schon mal Kontakt zu einer Arschklatsche? Jetzt ist es aber gut. Jetzt legst du auf und wir melden uns gleich wieder. Tschüss. Jetzt langt's aber. Hier ist Tina. Tina ist 43. Guten Morgen, Tina. Ja, hallo Domian. Hallo Tina, schön, dass du da bist. Du hast dich auch zum Thema Gift bei uns gemeldet. Ja. Warum? Bei uns ist eine ganz schlimme Sache passiert. Meine Mutter ist am 20. Dezember verstorben. Durch eine hochgradige Vergiftung, kann man sagen. Und zwar hatte die mehrfache Darmperforation und muss das wohl schon wochenlang gehabt haben, ist da wochenlang mit rumgelaufen. Also, das heißt, Verletzungen im Darm? Ja, der Darm ist durchgebrochen. Also Risse im Darm, kann man sagen. Ja, richtige Durchbrüche. Durchbrüche, mhm. Die hatte wohl die Vertikel, das sind ja diese Darmausstülpungen. Ach so, und dadurch ist die Vergiftung entstanden, so? Ja, erstmal nicht, also dadurch ist so ein schleichender Darmverschluss wohl entstanden. Mhm. Die hat monatelang immer so Bleistiftstuhlgänge gemacht, also so dünn wie Bleistifte. Mhm. Monatelang? Ja.
Und ist nicht zum Arzt gegangen? Nein, weil sie so Panik hatte vor Krankenhäusern. Mhm. Und sie hat aber auch erstmal so keine Schmerzen gehabt. Nur jetzt eben akute Schmerzen 14 Tage bevor sie ins Krankenhaus kam. Ja. Wohl von diesen, die Vertikel im Darm. Aber was wir dann eben nicht wussten, also sie ist dann ins Krankenhaus gekommen und ist dann notoperiert worden, mhm. weil die den Darm auch nicht leer kriegten. Es war ja dann ein Darmverschluss. Mhm. Und bei der Operation hat sich dann eben rausgestellt, da war noch Weizenkleie im Bauch und so. Sie hat also alles Mögliche da zu Hause schon versucht, um den Darm leer zu kriegen. Mhm. Sie hatte also dadurch durch diese Entzündung und Vergiftung eine Bauchfellentzündung brutalster Art, mhm. wo also schon die Organe alle entzündet waren und ist dann sofort auch ins Koma gelegt worden nach der Operation. Was hat denn diese Erkrankung oder diese Risse im Darm verursacht, weiß man das? Ja, diese permanente Überdehnung des Darms. Dadurch ist praktisch ein Loch irgendwo entstanden. Und warum war der Darm überdehnt? Ja, durch diese Bleistiftstuhlgänge, durch diesen Divertikel kam ja dieser, so ein Divertikel, das sind ja so Darmtaschen, nennt man das. Wenn die Darmwand nicht mehr stabil ist, bilden sich Taschen und da setzt sich Stuhl ab. Ach so. Und jedes Mal setzt sich, wenn dann neuer Stuhl durchkommt, setzt sich wieder was zu. Dass der Durchgang praktisch immer enger wird. Und dadurch wurden die Stuhlgänge immer dünner und dadurch hat sie irgendwie monatelang den Darm überdehnt. Dadurch ist das gekommen. Und deine Mutter ist im Dezember am 20. verstorben? Ja. Im letzten Dezember. Wie alt ist deine Mutter geworden? 71. Wie lange hat sie denn dann noch leiden müssen im Krankenhaus und liegen müssen? Ja, 4 Wochen hat das insgesamt gedauert. War sie dabei? Genau 4 Wochen im Krankenhaus gelegen. Hat sie das noch bewusst mitbekommen? Ich denke schon, dass sie einiges mitbekommen hat. Sie hat die ersten 5 Tage im künstlichen Koma gelegen und dann war sie aber so weit wieder. Sie hatte dann nachher die Augen offen und hat auch registriert, wenn wir reinkamen. War natürlich immer betäubt, aber sie wird schon einiges mitgekriegt haben. Aber ich weiß nicht genau was und ich hoffe nur, dass sie nicht so gelitten hat. Ja, konntet ihr noch mit ihr sprechen? Nein. Ging nicht ja, mehr. Also sie konnte nicht mehr sprechen. War das denn, als sie dann da im Krankenhaus lag, schon eigentlich klar, dass sie das nicht überleben wird? Erstmal nicht, ja. Also nach der Operation haben die Ärzte uns wenig Hoffnung gemacht, aber es war eben eine Fingerkuppe voll Hoffnung. Und dann ist ja auch immer alle 2 Tage hat die wieder eine Vollnarkose gekriegt, weil sie den Bauch nachspülen musste. Und es waren ja dann nochmal 2 Darmoperationen, weil der Darm dann weitere Löcher kamen, noch im Krankenhaus. Zwischendurch hieß es dann 50-50, dass es schafft, aber es würde dann ein sehr langer Weg. Wir hatten zwischendurch schon Hoffnung. Und in der letzten Woche dann aber eben nicht mehr, weil dann waren auch schon nachher Teile vom Darm nicht mehr richtig durchblutet und sind abgestorben. Da war das dann klar, dass sie stirbt. Kann man sagen, letztendlich woran sie dann verstorben ist? War das ein Multiorganversagen oder was war es? Ja, es kam nachher wieder Nierenversagen zum Schluss. Also die hat ja, der Körper musste ja mit dieser schweren Vergiftung fertig werden. Und dann hat sie ja eben auf der Intensivstation noch 38 verschiedene Medikamente bekommen. Ach du lieber Gott. Ja. Das muss dein Körper ja auch erstmal alles verarbeiten. Und dann im Alter von 71 Jahren und schon die Operationen hinter sich gehabt. Und praktisch 3 Darmoperationen in diesen 4 Wochen. Ich vermute mal, dass deine Mutter in den letzten Jahren nie bei einer Darmspiegelung war. Nee, richtig. Da hatte sie so unheimlich Angst vor. Das ist wieder so ein Beispiel, wenn sie das gemacht hätte, hätte man das verhindern können. Ja, höchstwahrscheinlich. Es sei denn, dass da vorher schon eine Gewebeschwäche vorgelegen hat, das kann aber jetzt im Nachhinein keiner mehr beurteilen. Wie gehst du damit um, deine Mutter ist ja tot, deine Mutter ist gestorben. Wie geht es dir damit? Ja, an für sich, ich habe einen sehr starken Glauben. Und ich habe auch damals, mein Vater ist ja schon vor 23 Jahren gestorben, das ist jetzt aber ein anderes Thema, aber da hatte ich also so einen Nachtodkontakt. Wenn ihr dieses Thema mal irgendwann habt, kann ich mich ja dazu dann nochmal melden. Hast du gerade den Nah- oder Nachtodkontakt gesagt?
Nachtod. Nachtod. Also nachdem er tot war, hier bei uns an der Tür geklopft. Mhm. Aber das ist ein anderes Thema. Und aber dadurch habe ich also einen unheimlichen Glauben und ich weiß, dass es ihr gut geht. Und ja. Mein Stiefvater... Entschuldigung, Martina, auch wenn es ein anderes Thema ist, ich frage dich doch mal eben, weil es mich jetzt interessiert. Du meinst, dein verstorbener Vater hat damals an der Tür geklopft. Ja. Hast du ihn auch gesehen? Nein. Du hast ihn nur gehört? Ja. Hast du das Klopfen gehört, alleine oder andere auch? Nee, ich war ja alleine. Du warst alleine. Mhm. Und dir war klar, das kann nur der Papa sein? Ja, damals gab es... so eine Radiosendung, Unglaubliche Geschichten, da ging es um das Thema Kontakt mit Verstorbenen per Tonbandaufnahme und da hatte ich ihn also gerufen auf dem Tonband und da habe ich aber dann nichts gehört, weil ich auch so die technischen Geräte gar nicht hatte und daraufhin hat es also laut und deutlich dreimal an der Tür geklopft und es war ein ganz energisches Klopfen, so wie mein Vater auch früher, der war immer sehr energisch. Also du hast ihn quasi an dem Klopfen erkannt? Ja. Und dieses Erlebnis war für dich tröstlich? Ja, auf jeden Fall. Ich wusste, dass er noch irgendwo, dass er da ist. Dass er da ist. Mhm. Mhm. Und so siehst du es jetzt bei deiner Mutter auch? So sehe ich es auch. Und ich sehe auch, wenn jemand so krank ist, also ich muss sagen, ich konnte mit diesen 4 Wochen, wo sie da auf der Intensivstation an Schläuchen und Apparaten gelegen hat, da konnte ich ganz schlecht mit umgehen. Mhm. Weil mir das so leid tat. Mhm. Dass du da liegen musst und dass du sowas mitmachen musst. Mhm. Und als sie gestorben war, wusste ich eben, jetzt hat das Leiden ein Ende und jetzt geht's ihr gut. Mhm. Und deshalb kann ich auch ganz gut loslassen, weil ich fände das auch sonst egoistisch. Ja, das ist sehr, sehr, sicher sehr gut, wenn man eine solche Haltung einnehmen kann. Das ist sicher für den Trauernden ausgesprochen hilfreich. Wollen wir an dieser Stelle, Tina, doch nochmal, ich mache es ja immer gerne, wir haben es gerade schon angesprochen, aber doch nochmal so richtig plakativ Werbung für Darmspiegelung machen. Ja, aber wirklich, dass jeder, der, sagen wir mal, ab 40 oder so, das machen sollte. Ich habe es auch schon machen lassen. Es ist nicht so schlimm. Es ist wirklich nicht dramatisch. Und man hat fast 10 Jahre wieder Ruhe. Das ist ja noch eine Vorsorgeuntersuchung, die insofern angenehm ist, weil man dann sehr lange Zeit Ruhe hat. Ja. Und wenn man Darmkrebs beispielsweise früh erkennt, sind die Heilungschancen riesig. Ja, meine Mutter, die war in der Beziehung ein bisschen naiv. So, die hat auch immer eben Angst gehabt vor Krebs und hat gedacht, man kann dann davor weglaufen. Mhm, Liebe Tina, ich danke dir sehr für deinen Anruf. Ja. Und wünsche dir alles Gute. Wünsche ich dir auch. Von Herzen. Auf Wiederhören. Ja, danke schön. Tschüss. Hier ist Martin. Martin ist 31. Hallo Martin. Hallo Domian. Hallo Martin. Weswegen meldest du dich zum Thema Gift bei mir? Du hattest vorhin eine junge Dame dran, deren Vater sich Cyankali-Kapseln besorgt hat. Ja. Ist also so, ich habe auch welche. Du hast auch welche? Ja. Bist du auch Arzt? Nein. Ich leide seit 1,5 Jahren an einem Hirntumor, beziehungsweise ich weiß es seit 1,5 Jahren. Mhm. Und man hat also des Öfteren jetzt schon Untersuchungen durchgeführt, ob es irgendwie operabel ist. Mhm. Und man hat mir also mit aller Deutlichkeit gesagt, man kann nicht operieren. Weil? Zu groß. Wie groß? Momentan sind wir also nach dem aktuellen Stand von vor 3 Wochen, sind wir bei einem Durchmesser von 7,5 Zentimeter. Von 7,5 Zentimeter. Hast du Schmerzen, Kopfschmerzen? Ja, leichter Kopfschmerz ist eigentlich immer da. Dazu kommt eine Art epileptischer Anfälle in unregelmäßigen Abständen. Also ich kann das auch nie eingrenzen irgendwie. Ich bin berufsunfähig. Mhm. Genau genommen erwerbsunfähig eigentlich. Mhm. Und man kann auch Chemotherapie, Strahlentherapie, nichts machen? Nein, man hat also versucht. Ich war fast ein Dreivierteljahr regelmäßig zur Chemo. Mit Daueraufenthalt im Krankenhaus logischerweise und es hat gar nichts gebracht. Das heißt, du bist jetzt quasi mit deiner Krankheit alleine? Nicht wirklich. Also meine Lebensgefährtin ist da und sie steht zu mir. Ja. Und sie ist auch die Einzige, die von den Kapseln weiß. Also. Ja. Ich meinte in dem Sinne alleine, dass man medizinisch da gar nichts mehr machen kann. Medizinisch gesehen geht gar nicht. Du musst einfach abwarten, wie sich die Dinge entwickeln. Ich
kann jetzt einfach nur abwarten, wie lange es noch gut geht und ja. Woher hast du diese Kapseln? Über das Internet kommt man so ziemlich an alles ran. Mhm. Und du bist sicher, dass das auch wirklich dann die Substanz ist, die auch die Wirkung hat, die du dir erwünschst? Bin ich mir zu 100% sicher, weil ich erkenne Cyankali-Kapseln schon allein dadurch, dass ich selber 4 Jahre bei der Bundeswehr war. Mhm. Wie lernt man das da? Bitte? Lernt man das da? Nein, da bekommt man welche, wenn es zum Auslandseinsatz geht. Ist das so? Man bekommt bei der Bundeswehr Cyankali-Kapseln, wenn man ins Ausland geht? Warum? Richtig, aus dem einfachen Grund, falls man in Gefangenschaft gerät, damit man nicht irgendwas verraten könnte, sage ich mal, wenn man dort jetzt gefoltert wird oder ähnliches. Ach, das habe ich noch nie gehört. Ist das wirklich wahr? Ja. Das ist das Erste, was ich höre, dass die Bundeswehr Zyankalien-Kapseln... Soldaten, die zum Auslandseinsatz geschickt werden, wie jetzt zum Beispiel Kongo, Afghanistan, was ja momentan aktuell ist, die bekommen also jeweils eine Zyankali-Kapsel. Mhm. Und der Vorteil irgendwo in gewisser Art und Weise bei diesen Kapseln ist halt die extrem schnelle Wirkung. So, das lassen wir jetzt mal so stehen, weil ich nicht weiß, ob das stimmt. Ich bin sehr erstaunt darüber, dass das so ist. Wir werden sicher Mails kriegen, bestätigende oder ablehnende. Lass uns kurz noch über dich sprechen. Das heißt, du hast die da liegen und irgendwann wirst du für dich entscheiden, jetzt geht es nicht mehr, jetzt nehme ich, zerbeiße ich diese Kapseln und schluck sie runter. Genau so. Und deine Lebensgefährtin ist auch damit einverstanden? Naja, einverstanden. Also du hast es, was heißt einverstanden? Du hast es mit ihr besprochen und sie akzeptiert es, so muss man es ausdrücken. Sie akzeptiert es, sie tut es widerwillig, aber sie akzeptiert es halt. Aber ist es nicht unglaublich schwierig, jetzt gerade in deiner Situation, du bist ja jetzt noch, ich sag mal, relativ fit, du kannst wahrscheinlich noch gehen und essen und wir können uns miteinander unterhalten. Das ist alles, im Moment führe ich eigentlich ein ganz normales Leben, nur eben mit dieser Gewissheit, dass da eben ein 7,5 cm großer Tumor in meinem Kopf ist. Ja. Wann ist der Zeitpunkt? Wenn ich Also ich habe in der Verwandtschaft jemanden durch einen Hirntumor verloren. Mhm. Und da war es also so, dass zum Schluss eben kein eigenständiges Essen, kein eigenständiges Leben eigentlich mehr möglich war. Mhm. Eine Inkontinenz kam dazu bei der Person. Also wenn du den richtigen Zeitpunkt verpassen solltest, würde deine Freundin sie dir geben? Ich glaube nein. Mhm. Ich weiß es nicht, aber ich glaube nein. Also wenn ich selber nicht mehr kann... Das musst du selber machen, ja. Ja, ja. Denke schon. Also ich denke nicht, dass ich mir da jetzt noch besser Das kann sein, dass du noch lange Zeit so leben kannst, wie du jetzt lebst. Ja, das sagen mir die Ärzte auch immer wieder, aber ich weiß es halt nicht. Ja, du weißt es nicht, aber du hast für dich jetzt eine Rückversicherung. Ja, es gibt halt noch eine einzige Chance, gibt es noch für mich. Nur das zahlt halt die Krankenkasse nicht. Nämlich, was wäre das? Es gibt eine Spezialklinik in den USA und die trauen sich also zu, Operationen durchzuführen bis zu einer Größe von maximum 10 cm Durchmesser, wobei das natürlich schon extrem ist. Ja. Was würde das kosten? Wir reden von 150.000 US-Dollar. Was haben diese Kapseln gekostet? Was kostet ein so eine Kapsel? Auch nicht ganz billig. Also ich habe für 2 Kapseln 600 Euro bezahlt. Mhm. Lieber Martin, meine Sendung ist jetzt gleich vorbei. Wir rufen dich jetzt gleich nochmal an, das möchte ich gerne, ja? Mhm. Okay, dann sagen wir mal bis gleich. Okay. Tschüss Martin, alles Gute. Ciao. So, meine Lieben, das war's für heute. Von uns in der Technik war Malte Imels. Wir sind morgen natürlich auch wieder da. 1 Uhr Radio ist live, 1 Uhr wieder Fernsehen, 1 Uhr 1 Festival mit einer offenen und